Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Die Sims 4 Storytime, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier zu einer neuen Folge im Langschläferhaushalt. Die schlafen hier alle noch und zwar um 10 vor 12. Das finde ich schon sehr amtlich. Aber gut, Hartz IV und der Tag gehört dir. Die haben ja alle keinen Job, außer die gute Zoe. Und darum wollte ich mich auch in der heutigen Folge mal ein bisschen mehr kümmern. Und zwar hat sie ja hier dieses Casting, was am Donnerstag um 19 Uhr, also heute, beginnt. Und wir müssen Level 2 der Gitarrenfähigkeit noch aufbauen. Ich glaube, das haben wir noch nicht erreicht. Deswegen müssen wir das ganz dringend machen. Und kurz vorab habe ich noch eine kleine Info für euch. Denn viele fragen natürlich immer noch nach Planet Zoo. Und das kommt auch, Freunde. Bitte, bitte, geduldet euch. Ich wollte das natürlich eigentlich am Wochenende aufnehmen. Aber dann kam das mit der Katze da so spontan zwischen. Und ja, dann hatte ich natürlich leider keine Zeit mehr. Beziehungsweise wollte mich natürlich sehr viel mit Choupette beschäftigen. Die übrigens auch gerade auf dem Bett sitzt und mich irgendwie komisch anguckt. Also denkt sich auch, was macht sie da? Warum redet sie mit einem Mikrofon? Ja, so liegt sie auch des Öfteren. Also es passt schon sehr gut hier. Die Kinder sind noch am Schlafen. Eva hat gerade nicht wirklich was zu tun. Sie hat ja auch keinen Job. Die Frage ist, ob es sich lohnen würde, einen Job einzuschlagen. Ich gucke jetzt gerade mal, was karrieretechnisch so auf dem Markt ist. Denn eigentlich brauchen wir jeden Cent, weil wir wollen ja unser gesamtes Geld sparen und da irgendwas Schönes rausmachen. Also wir wollen ja irgendwie mal, keine Ahnung, ja, was Besseres werden. Also wir wollen uns ein schönes Haus kaufen, wir wollen zumindest ein schönes kleines Haus kaufen, ne? Und dafür brauchen wir natürlich Geld. Das Problem ist halt, das sind alles Fulltime-Jobs, also Fulltime-Jobs und außer sowas, Babysitterin, das sind so Halbtag-Jobs, die sind glaube ich nur am Wochenende, ne? Kann das sein? Sind die jetzt nur samstags und sonntags? Ich glaube ja. Oder sind die montags bis freitags? Ist die Frage. Also Barista finde ich gar nicht so schlecht, wenn sie vielleicht so nebenbei als Barista irgendwo arbeitet, weil angestellt im Einzelhandel, da spreche ich aus Erfahrung, da ist die Bezahlung um 1 Euro weniger, ne? Also ganz ehrlich, da wären wir alle lieber Barista. Oder Babysitterin, aber selbst da gibt es nicht so viel. Und als Fastfood-Angestellte gibt es tatsächlich nur 18 Simoleons. Also ich würde jetzt sagen, Barista ist ein ganz guter Job, findet am Wochenende statt. Und dann ist Zoe auch da, die sich um die Kinder kümmern kann. Dann haben wir wenigstens so einen Halbtagsjob. Das finde ich schon mal ganz gut. Sie macht jetzt hier ihr Level 2 hoffentlich voll, damit wir da auch durchstarten. Und sie muss um 19 Uhr dahin. Dann haben wir eigentlich noch den ganzen Tag Zeit, um uns noch ein bisschen was zu unternehmen oder sowas. Und da wir eigentlich alle ziemlich gut drauf sind, wie kommt das nur, habe ich mir gedacht, es ist ja gerade Winter und ja, wir sind noch so ein bisschen im Sommerfeeling, beziehungsweise wollen Sommer. Und da wäre doch so ein Tag am Meer gar nicht so verkehrt. Also wenn wir heute einfach mal so einen Tag ans Meer fahren, man tut jetzt einfach mal so, als wäre das so ein paar Stunden entfernt, obwohl das ja unrealistisch ist, weil da die Sonne scheint. Aber nun gut, Level 2 der Gitarrenfähigkeit erreicht, sehr gut. Zoe hat es geschafft, jetzt gucke ich mal gerade, wie es hier aussieht. Ja, also das muss sie auch nur und ansonsten beginnt es um 19 Uhr und mehr brauchen wir dafür auch nicht. Das ist schon mal sehr gut. Ich fütter mal eben Choupette und mache der mal eben was zu essen. Und viele hatten auch gesagt, ich hätte keinen Katzenklo platziert. Habe ich aber, liebe Freunde. Habe ich dran gedacht. Also kommt mir bitte nicht so. Und dann gehe ich, würde ich mal sagen, kurz duschen. Barista mixen Level 2. Okay, mixen. Da müssen wir, glaube ich, dann mal in die Bibliothek und uns da irgendwie... Zoe hat so eben mit Choupette Freundschaft geschlossen. Finde ich wunderbar. Dass wir da vielleicht mal irgendwo hingehen. Obwohl wir könnten natürlich auch jetzt, da der Schnee gefallen ist, mit den Kindern rausgehen und einen Schneemann bauen. Willst du einen Schneemann bauen? Das ist eigentlich eine gute Idee, oder? Wir können auch eigentlich mal hier unten so auf den Platz gehen. Warum denn nicht? Obwohl, wir könnten auch irgendwo hingehen, wo es einen Spielplatz gibt. Das könnten wir natürlich auch machen. Okay, also wir sind schon mal umgezogen. Ich guck mal gerade, wo es einen schönen Park gibt. Also es gibt natürlich den Magnolienblütenpark, den kennt man ja. Das ist hier doch der Moschino Meadow Park. Jetzt ist die Frage, gibt es da auch irgendwas zum Spielen für die Kids? Ich glaube ja eher nicht. Für die ganz Kleinen wird es, glaube ich, sowieso schwierig. Weil das finde ich jetzt doch ein bisschen unrealistisch, wenn wir da jetzt hinfahren, weil das halt, das ist dann so, ja, da scheint jetzt plötzlich die Sonne so 200 Meter weiter. Wir könnten ein Schwimmbad, aber das ist auch ein bisschen blöd. Hier ist überhaupt kein schöner Park, außer das mit den Klippen. Brindleton Bay könnten wir auch mal gucken. Aber das ist auch kein schöner Park, ne? Naja, sehr krass, Zuflucht. Dann würde ich vorschlagen, wir fahren in den Magnolienblütenpark. Ich glaube, der ist... Oder wir gehen einfach in die Stadt vor die Tür. Das könnten wir auch machen und danach dann halt eben noch verreisen in die Bücherei.
Ich würde sagen, das machen wir. Das ist eine gute Idee. Dann ziehen wir mal alle unsere Schneeoutfits an, weil es ist kalt draußen. Sieh so, Sommeroutfit? Leider nein. Wir müssen leider auf das Sommeroutfit noch ein bisschen verzichten. Aber das macht nichts. Wir haben auch wunderschöne Winteroutfits. Wo ist das Winteroutfit? Da, genau. Die Kids können auch aufstehen. Ach, sind sie sogar gerade. Sehr gut. Dann können auch die ihr Outfit ändern. Und zwar ins Winteroutfit. Und du bitte auch. Nee, Moment, jetzt muss ich mal eben auf dich klicken. Sehr gut. Outfit ändern in Winteroutfit. Sieht auch so süß aus in seinem Winteroutfit. Jetzt guckt ihn euch bitte an. So, dann würde ich sagen, nimmst du den hochheben. Und du nimmst diesen netten Zwilling hier. Oh mein Gott, das ist echt verdammt viel Arbeit, wenn man sich das echt mal so überlegt. Ne? Also man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich so. Da würde ich sagen, gehen wir hier hin. Hier hingehen. So, oder warte mal, wir machen hier mal Oscar hier absetzen. So, und Zoe macht dasselbe. Dann gehen wir mal raus. Schön in den Schnee und genießen mal ein bisschen das Schneegewetter, weil das haben wir auch nicht so oft, deswegen ist das vielleicht ganz gut. Fabio können wir hier absetzen, sehr gut. Dann laufen wir mal los, gehen mal ein bisschen raus in die frische Luft. Und solange wir noch ein bisschen Zeit haben, warum auch nicht, weil Zoe muss sowieso erst später arbeiten und wir müssen gar nicht arbeiten, weil wir sind arbeitslos. Nein, sind wir nicht, aber wir sind jetzt auch da. Schneemann bauen mit. Können wir das sogar mit Oscar? Sehr gut. Dann bauen wir einen Schneemann mit Oscar und du baust einen Schneemann. Nein, aber nicht alleine, stopp. Du baust einen Schneemann mit Fabio. Oh, ist das süß. Mega cool, dass wir das alle so zusammen machen können. Voll der schöne Wintertag. Ich sterbe. Richtig süß, wie so eine kleine Familie. Guck mal. Ich find's toll. Also sowas finde ich wirklich toll. Sowas macht Sims natürlich so schön irgendwie, dass man das so ein bisschen realistischer machen kann, ne? Dass man so zusammen Schneemann bauen kann. Und es wird ja auch gemunkelt, dass 2021 eventuell die Sims 5 auf den Markt kommt. Halte ich persönlich für sehr realistisch. Ich weiß natürlich auch von nichts. Und das meine ich wirklich ernst. Ich weiß auch von nichts. Das wissen wir auch alle gar nicht. Also das kriegen wir, wenn, dann auch nur kurz vorher gesagt, weil sowas schon ziemlich geheim bleiben sollte. Aber ich weiß, wie gesagt, von nichts. Ich kann es nur vermuten und ich würde mal schätzen, 2021 kommt ganz gut hin. Und laut CEO oder beziehungsweise EA Manager und, also alle Leute, die am Spiel beteiligt sind, soll es auch mit einem Online-Dienst sein. Und das finde ich persönlich richtig, richtig cool. Also wenn es irgendwas mit Online ist, dann ist es natürlich mega toll, dass wir dann Schnee werfen auf. Zoe. Das wäre natürlich mega toll, wenn wir uns dann alle connecten könnten. Wie geil wäre das, Leute, wenn wir dann mit der Community irgendwie spielen könnten. Es wäre so Hammer, wenn wir das in einer Nachbarschaft machen könnten. Ich weiß zwar nicht, wie das umzusetzen ist, aber es wäre echt so mega geil. Könnt ihr mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, was ihr davon haltet, wenn das jetzt so wäre, dass Sims 5 online wäre. Also, ich würde das echt mega feiern, ohne Scheiß, Freunde. Wenn wir das alle zusammenspielen könnten. Guck mal, diese Schneemänner, wie die aussehen. Würde ich echt mega feiern. Und ich denke, der Großteil von euch auch. Also, es wäre schon cool, wenn es mehrere Online-Funktionen gibt. Und wäre natürlich auch modern, sag ich mal, im Gegensatz zu anderen Spielen, die das natürlich schon lange können. Beziehungsweise, wo es halt schon alltäglich ist, dass es auch online ist. Also, ich würde es mega feiern. Da könnten wir natürlich auch super coole Sachen mit anderen machen, also mit Nina oder Nico, dass wir dann alle zusammen mal spielen können in einer Welt. Das wäre so crazy cool, ohne Scheiß, Freunde. Das würde ich richtig hart feiern, wenn das so wäre. Aber gut, da stecken wir nicht drin. Wir können bisher nur vermuten und ja, also ich hoffe es einfach jetzt mal und ich drücke die Daumen, dass es so wird. Und wenn, dann haben wir sowieso noch Zeit. Also bis 2021 ist ja noch ein bisschen hin. Ist jetzt noch ein ganzes Jahr. Und ich denke, bis dahin werden wir auch schon wieder mehr erfahren haben. Also wir werden das ja jetzt nicht kurz vor knapp hören, wenn es soweit sein sollte. Aber ich weiß noch, was das für ein Nervenkitzel war, als Sims 4 rauskam. Oh mein Gott, ich war so aufgeregt. Hab mich so gefreut. Und dann war ich so enttäuscht. Nein, also ich war nicht mega enttäuscht, aber es war halt schon ganz anders als Sims 3. Natürlich die Grafik und sowas war alles viel besser. Und
Also ich sag mal, Sims 2 und Sims 3, das war schon was ganz Besonderes. Und Sims, das erste Sims, also irgendwie hat das noch so einen speziellen Flair. Ich weiß nicht, das ist mit heute gar nicht mehr zu vergleichen. Dieses Sims 1, das hatte einfach so einen speziellen Flair. Und ich habe das so gesuchtet als Kind. Ich weiß das noch, wie sehr ich das geliebt habe. Und wie gesagt, ich habe euch allen schon mal die Story erzählt von damals, wo ich einfach bei meinem Bruder an dem PC war. Und einfach quasi dort Sims gespielt habe mit seiner Familie und sein Kind habe verhungern lassen aus Versehen, weil ich nicht wusste, was Kind ist, weil er so eine riesen Villa hatte einfach. Und es ist einfach, er hat sich so aufgeregt darüber, ich weiß es noch ganz genau. Und es war einfach so schön und es hat, wie gesagt, einfach so einen ganz besonderen Flair. Und ja, das ist heute leider nicht mehr so. Aber gut, was soll ich sagen? Also ich hoffe einfach, dass Sims 5 all das vereint, was die anderen Spiele richtig gemacht haben. Und natürlich auch ein großer Teil von Sims 4. Sims 4 ist ja kein schlechtes Spiel, also das will ich jetzt gar nicht sagen. Ist natürlich auch sehr gut, aber Sims 3 ist halt irgendwie sehr viel offener. Und Sims 2 hatte irgendwie so mehr Liebe zum Detail, so gefühlt. Also ihr müsst es mal spielen, wenn ihr es noch nie gespielt habt. Dann kann ich euch das wirklich ans Herz legen. Denn das ist wirklich ein Top-Spiel gewesen, alle beide. So, also Sims 1 ist halt noch so alt. Ja, also das würde ich euch jetzt vielleicht nicht mehr empfehlen, aber wenn man damit aufgewachsen ist, dann ist das halt auch top. So, ich setze Oskar mal ja ab. Wir gehen mal wieder rein. Es wird nämlich langsam auch dunkel. Und im Dunkeln ist gut munkeln. Ich heb dich mal hoch. Und dann geht's hoch, mein Freund. Ich heb dich hoch und dann geht's hoch. In unsere süße, kleine, schnuckelige Wohnung, die ich einfach immer noch total niedlich finde. Und ich irgendwie cool finde, dass wir hier leben. Ich finde es einfach cool, dass wir hier leben. So, und dann können wir nämlich mal hier den Oskar draufsetzen. Damit er noch lernt, aufs Töpfchen zu gehen, weil ich möchte natürlich auch, dass die Kinder ein bisschen was lernen. So, da kommt der Rest vom Schützenfest. Hallöchen. Boah, ist jetzt so eine schlimme Stimme. Da muss ich unbedingt mal ein bisschen was ändern. So, wir bringen ihm jetzt mal ein bisschen Sprechen bei. Das muss er ja auch können. Casting von Zoe beginnt in etwa einer Stunde. Dann ist Eva alleine mit den Kids. Ich hoffe, sie kriegt das hin, aber ich bin guter Dinge. Sie hat das, glaube ich, ganz gut bisher auch gemeistert und hingekriegt. Deswegen denke ich, dass sie da auch auf Zoe ein paar Stündchen verzichten kann. Und wir drücken natürlich Zoe die Daumen, dass das was wird mit dem Casting. Das wäre ihr erster Job und für uns natürlich auch gut, weil wir Geld brauchen. Ich meine, wir haben 11.000, ich weiß, und viele schreiben auch immer noch so, ja, was ist hier so mit, wir haben doch Geld und warum dekorieren wir nicht noch mehr und machen hier und da nicht noch mehr. Aber das geht halt nicht, weil wir das Geld ein bisschen sparen müssen. Also wir wollen natürlich uns ein Haus kaufen und ihr wisst, was das kostet. Alicia Marie, Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Ich denke, das ist das Richtige für mich. Ich denke. Ja klar, Ruby. Ich glaube, der muss noch einmal auf Töpfchen gehen, dann kann er's. Dann kann er zumindest alleine Pipi machen, dann brauchen wir den schon mal nicht mal die Windeln wechseln. Aisha Mansouri möchte vorbeikommen und abhängig sein. Ja, klar, komm mal ruhig vorbei, das ist kein Thema. Tu dir keinen Zwang an. Und Choupette, du bleibst bitte hier drin. Weil du bist kein Freigänger. Aber aufs Katzenklo darfst du natürlich. Ihr könnt mir auch mal gerne den Tipps in die Kommentare schreiben. Meine Katze. Ach man, was hat sie denn für einen schicken Wollmantel an? Sie hat ja aber richtig rausgeputzt für den Winter, ne? Da holen wir sie doch mal rein. Ich wollte irgendwas fragen jetzt wegen dem Katzenklo. Achso, ja, genau. Genau so macht meine Katze nämlich vor ihrem Katzenklo, wenn der Deckel da drauf ist. Habt ihr da vielleicht irgendwelche coolen Tipps? Weil meine Katze, wie gesagt, ich muss immer den Deckel abmachen, weil sonst geht sie irgendwie nicht da drauf, so gefühlt. Ich glaube, dann weigert sie sich einfach. Ich weiß nicht, wie ich erst beibringen kann, dass sie da auch drauf gehen kann, wenn der Deckel da drauf ist. Ob ich es einfach mal drauf lassen soll und ob ich sie dann einfach quasi zwingen soll, da drauf zu gehen, weil ja nichts anderes übrig bleibt. Oder ob ich es lieber lassen soll, weil ich habe ein bisschen Angst, dass sie mir dann in die Wohnung irgendwo hin macht. Das wäre natürlich äußerst schlecht. Er hat es, glaube ich, nicht geschafft, oder? Ja, ich glaube, ihm fehlt noch ein bisschen was, bis er das Töpfchen machen kann. Zuzul. So, jetzt wollte ich mal eben mich um die Katze kümmern. Jetzt habe ich die ja hier begrüßt. Mal eben der Katze Hallo sagen. Und dann kann nochmal Fabio aufs Töpfchen gehen. Und du kannst mal hier hingehen. Warum? Was ist hier los? Töpfchenunfall, weil Töpfchen benutzt hat. Oskar ist auf dem Töpfchen ein kleines Missgeschick unterlaufen und er ist darüber ziemlich unglücklich. Hä? Wie kann einem denn auf dem Töpfchen ein Missgeschick passieren? Ist doch super. Das soll doch auch da passieren. So. Jetzt bringen wir dir das noch bei. Achso, Zoe ist schon auf dem Casting. Sehr gut. Also wir müssen Zoe jetzt unbedingt die Daumen drücken. So, du gehst jetzt auf Klöchen. Sehr gut. Chaka, du kannst es schaffen. Und du kannst dich mal so ein bisschen ablenken und hier ein bisschen spielen oder so. Ich weiß es nicht. Hier spielen mit dem Teddy oder sowas. Brabbeln. Genau, brabbeln. Hatte der schon immer die Augen zu? Aber bist du jetzt hier hingekommen, unser WLAN zu nutzen? ganz ehrlich, frech. So.
Töpfchenfähigkeit erworben. Die Toilettentrainer gehören schmutzigen Windeln bald der Vergangenheit an. Eine Töpfchenfähigkeit lernen. Er hat die Töpfchenfähigkeit jetzt erst erworben. Also haben wir mit Oskar anscheinend schon mehr trainiert als mit Fabio. Aber gut. Dann müssen wir uns jetzt mal auf Oskar ein bisschen konzentrieren. Du bist jetzt ein bisschen spielen hier. Das ist schon mal gut. Obwohl, ne, ist er nicht. Dann machen wir das mal so. Spielzeug spielen. Mal hier mit der Actionfigur. Spielen wir eine Runde. Dann hast du nämlich auch ein bisschen was zu tun. Also, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. So sitze ich da auch immer so. Ich weiß nicht, ob ich das heute alles noch hinkriege. Fantasiefähigkeit erworben. Kinder mit viel Fantasie spielen in ihrer eigenen Welt. Mit der Fantasiefähigkeit können sie lesen und mit ihren Spielsachen fantastische Welten erschaffen. Erhalte Fantasiefähigkeiten, indem du ein Spielzeug, Puppen spielen, Musik hörst oder dir die Kinderbücher anschaust. Sehr gut. Casting bestanden. Wir sind nicht sicher, ob du in dem Werbespot mitspielst oder als Rodeo-Clown gebucht wurdest. Du solltest an deiner Gitarrenfähigkeit arbeiten, um dich auf die Rolle vorzubereiten. Halte aber auf jeden Fall ein wenig Eis im Kühlfach bereit, um die durch die wilden Stiere verursachten blauen Flecken zu kühlen. Um Gottes Willen. Aber wir haben das Casting bestanden, das ist doch sehr gut. Dann würde ich doch sagen, dann beglückwünschen wir sie mal direkt. Erst einen Kuss erleben. Nein, wir wollen sie einfach freundlich umarmen. Kennenlernen, nur Freunde sein, schmeicheln, nach Tag fragen, Kompliment über Outfit. Wo ist umarmen? Da. Herzlichen Glückwunsch, Joey, du hast es geschafft, du bist ein Schatz. Yay! Sehr gut. Ich ändere mal mein Outfit, weil ich hier schon wieder die ganze Zeit so rumrenne. Und du änderst auch mal bitte dein Outfit. Outfit ändern. Mach mal den Style. Mach mal den Gucci Gang Style. Der ist doch immer gut. Und wir haben Post gekriegt, sehe ich gerade. Post bekommen. Ach, die beiden, die sind so hübsch und süß. Ne? Ich liebe die einfach. Einfach toll. Jumper from a Fav. So, haben dieselbe Hose an. Haben dieselbe Hose an. Elva hat alles aus dem Briefkasten geholt. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was es ist. Ein Spielzeug? Okay. Und noch ein Spielzeug? Waren es zwei Spielzeuge? Das ist ja toll. Kaffee verdorben. Wir haben auch ein bisschen Hunger. Dann würde ich vorschlagen, wir machen uns noch mal ein bisschen was zu essen. Machen wir mal zu Abendessen. Servieren. Machen wir mal Tofu-Tacos. Ist das dein Ernst? Entschuldigung. In was für ein Porno lebt denn der Typ hier? Voll der Laute. Ich säuber mal eben hier das Töpfchen. Aber kann ich da auch anklopfen? Höflich anklopfen. Nein, wir trommeln gegen die Tür. Guck mal, sie so direkt so. Ich bin wütend. Laute Nachbarkur. Wie sie läuft, ist das geil. Was macht denn der da? Dreht der da ein Porno oder was? Da müssen wir einfach mal sauer gegenklopfen, weil das ist unangenehm. Geht's auch leiser. Aha. Jetzt haben wir sie wohl gestört. Oh, hier brennt alles an. Ach nee, es ist einfach wieder richtig schön chaosmäßig hier. Ja, liebe Freunde, wir sind auf jeden Fall wieder am Ende dieser Folge. Ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Oh, unangenehm. Unangenehm. Wenn ja, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen und natürlich über einen Kommentar von den Fragen, die ich euch gestellt habe, falls ihr mir davon was beantworten könnt. Und ansonsten natürlich auch so gerne ein liebes Kommentar, freue ich mich immer drüber. Und du brauchst mich jetzt hier nicht anschreien an dieser Stelle. Es tut mir leid, du hast recht, das war ein bisschen rücksichtslos. Wir werden versuchen, hier leiser zu sein. Vielen Dank für den Hinweis, liebe Nachbarschaft. Ja, sehr gerne, auf Wiedersehen. Höllische Nachbarn. So, jetzt bin ich aber los. Sie muss auch los, ich muss auch los, wir sind jetzt alle wütend. So, liebe Freunde, jetzt bin ich aber wirklich weg. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich gerne tun. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag zum 10. Mal. Haut rein. Tschüss.